Moin und willkommen zurück zu X4. Wir machen mal genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, beziehungsweise wir haben eine kleine Änderung. Wir haben nämlich da einmal die Zeit zurückgesetzt, sozusagen. Jetzt möchte ich einmal kurz genau den aus meiner Gruppe wieder entfernen. Und ich werde den mal das System jetzt nicht bekannt. Ach, keine Ahnung. Ich werde ihn mal da hinschicken. Kann ich gleich noch mal brauchen. Stoppen wir mal kurz bei dem. Okay, jetzt ist der Sektor bekannt. Das wundert mich. Warum war ich jetzt so nah dran bin oder was? Geier, Angreifer. Elster, Nahrungsrationenfertigung. Ganz kurz gucken wegen der. Geier, Verteidiger. Egal. Das ist experimentell. Nicht so weit. Sektorsicherheit. Kommkanal offen. Melde Straftat. Verstanden. Straftat wurde aktualisiert. Bleiben. Autonome Notflyer, Verteidiger. Thank you.
So, und dann gucken wir mal, dass hier, wir hier wegkommen. War nicht da. Wir sollen dann hier lang. Ja, gar nicht wenig, ne? Die Frage, kommen die jetzt gleich alle hinterher? Barbarossa, Sprungtor, Habgier. Erreiche System. Habgier. Mayday! Mayday! Schiff beschenkt in Ewigkeit! Naja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wellenbrecher! Schwere Antriebsschaden! Brauche Ingenieure für Reparaturen! Wahrscheinlich gleich Besuch. Negativ beschenkt in Ewigkeit. Die Flut kommt. Könnte ein freiwilliges Rettungsteam auftreiben. Wie viele Insassen? Nur ich. Negativ für die Rettungsmission. Ich werde das schon hinkriegen. Melden Sie sich wieder, falls Sie Ihre Meinung ändern. Viel Glück. Irgendwelche Ingenieure da draußen? Bitte eilen Sie zu meinem Standort. Schiff benötigt Reparaturen. Bitte sofort melden. So, dann gucken wir mal, ob da was durchkommt durchs Tor. Seien Sie gegrüßt, Mitbewohner und Reisende. Dies ist Wellenbrecher. Die Station, die in einen Asteroiden gebaut wurde, der so massiv ist, dass er selbst der stärksten aller Fluten standhält. Es sieht so aus, als ob unser Stern heute ganz besonders hell funkelt. Wenn Sie nicht bereits in einem unserer sicheren Häfen untergebracht sind oder sich auf dem Weg aus dem System befinden, raten wir Ihnen jetzt dringend, den Reiseantrieb zu aktivieren und in sichere Gefilde zu eilen. Das war's vorerst. Sichere Gefilde. Das war eine wirklich dumme Idee von Ihnen. Steige aus. Habe ich das Ding ja schon wieder kaputt gemacht, was ich müsste. Komm bitte hier rüber. Da kämpfst du da. Der kämpft, ne? Macht ihr jetzt wieder was? Nicht? Oder? Boah, ist das anstrengend. Also er wird angegriffen. Warum hat der denn fliehen? Der hat auch nie und nimmer fliehen.
Mann, Mann, Mann. Okay, dann gucken wir mal, dass wir uns dieses Schiff hier noch einverleiben. Sir. Marco. Ah, wer kriegt jetzt Besuch? Mein Kollege oder ich? Ist da einer? Kenn ich gar nicht. Nicht hier irgendwo. Relativ nah dran, aber ich kann es nicht sehen. Keine Ahnung, warum ich es nicht gesehen habe vor dem. Hilt. Undock-Erlaubnis erteilt. Ich glaube, wir docken erstmal da an. Wobei, ich will einmal kurz gucken, was hier passiert. Nichts. Oder? Ah, der ist fertig. Da ist ein zerstörtes Schiff. Pelikan, Angreifer. Ich speichere mal. Wer weiß, was da jetzt passiert. Wenn wir schlechter werden jetzt. War gar nicht so doof. Ein Ingenieur! Wundervoll! Schnell! Machen Sie einen Außenbordeinsatz! Und versuchen Sie, das Triebwerk zu reparieren. Ich versuche von hier aus etwas mit der Antriebssteuerung zu reparieren. Triebwerk. Oh, es ist so weit weg.
den Motor zu starten. Hier glaube ich irgendwie hier rein, ne? Triebwerks. Schiff evakuieren, um Verlust von Leben zu vermeiden. Nein, wir können es noch schaffen. Ich habe etwas herausgefunden. Defekte Kabel stören die Antriebssteuerung. Sie können einige davon mit ihrem Raumanzug erreichen und reparieren. Bitte beeilen Sie sich. Helikan, Angreifer. Mal, dass das Schiff jemanden aufnehmen kann. Nähere mich Ihrem Schiff. Kilt. Sie sind zu weit weg. Kommen Sie zurück. Nähere mich Ihrem Schiff. Erbitte Andockerlaubnis. Erlaubnis erteilt. So, willkommen der Station Wellenbrecher. Du warst mal alleine, ne? Macht er. Erfolgreich angedockt. Ah, Wellenbrecher. Du Fest für meine müden Augen. Beschützer der Menschen. Heimat des Profits. Meine Freundin, ich habe es geschafft. Das sehe ich. Aber wo ist Ihr Schiff? Da draußen. Nicht allzu weit weg von der Station. Da draußen, sagten Sie? Verstehe. Da draußen. Sie brauchen also ein neues.
Wie viel können Sie mir anzahlen? Sagen wir, Sie bekommen einen Anteil an den ersten Gewinnen. Sicher. Sie können diesen Erwerb tätigen. Ich weiß, dass Sie keine Almosen annehmen. Ich habe etwas Günstiges für Sie. Aber der Erwerb erfordert ein wenig praktische Arbeit. Eine Schrottplatzbergung? Ja, eins von denen. Wie Sie wissen, bin ich ein unerfahrener Pilot. Ich werde es wahrscheinlich nicht ohne größere Schäden da herausbekommen. Ah, da ist es. Immer ein atemberaubender Anblick. Da geht mein Besitz dahin. Ist Ihr Freund hier drüben ein besserer Pilot? Er ist das ganz sicher. Hat mich in meinem Raumanzug da aufgesammelt und uns beide da rausgebracht. Brillant. Dann wäre das ja geklärt. Ich werde auf meinem Schiff sein. Sie finden mich dort, sobald Sie für ein Bergungsabenteuer bereit sind. Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Der Schrottplatz ist für wahr ein trostloser Anblick. Es ist ein Ort, an dem das Syndikat nach Sammeltouren abgewrackte Schiffe entsorgt. Aber von Ihrem Schrottplatz zu stehlen, ist eine Art Rache. Viel Glück auf Ihrer Reise. Mhm. So, das ist ja das neue Schiff. Ich muss jetzt ja eigentlich was anderes machen, aber wo ist denn meine zweiter Jäger? Ist er auch hier? Ja. Der ist auch hier, okay. Bereit zum Stöbern? Wunderbar. Lassen Sie uns die Flut abwarten und gleich danach losfliegen. Was gibt's denn hier sonst noch? Eigentlich nichts, ne? System, Windfall. Das da sieht passend aus. Ich werde Sie so nah wie möglich absetzen. Viel Glück von dort an. Sobald Sie drin sind, gehen Sie zum Pilotensitz und fliegen sofort los. Oder noch besser, laden Sie den Reiseantrieb. Sobald die Lasertürme erkennen, dass dieses Schiff wieder online ist, werden sie mit ziemlicher Sicherheit versuchen, sie abzuschießen. Unbekanntes Schiff. Da ist ja die König. Da. Worauf warten Sie noch? Wir sind hier. Raleigh, Container. Um das Schiff zu beanspruchen, finden und scannen Sie ein Signalleck mit Ihrem Raumanzugscanner. Sobald Sie das getan haben, werden Sie andocken können. Oh, sehen Sie dieses Un...
Ungetüm? Das will ich! Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass dieses Produkt derzeit nicht verfügbar ist. Das Ausstellungsstück ist leider nicht funktional. Und, wenn ich das hinzufügen darf, es liegt auch weit über Ihrer Preisklasse. Man kann ja träumen. Außerdem ist es besetzt, seit das Syndikat es beschlagnahmt hat. Anscheinend war es für uns Streicher zu ehrgeizig und militaristisch, weshalb es den Besitzer wechselte. Allerdings fanden sie nie heraus, wie man die Geschütztürme daran anschließen kann, ohne sie wegzusprengen. So, dass es seit ein oder zwei Ewigkeiten hier im Bau ist. Hab gehört, der derzeitige Bewohner ist ein ziemlich unfreundlicher Kerl. Also, bleiben Sie besser weg. Der erste Laserturm ging gerade online. Schnell, raus da, bevor die sie in die Luft jagen. Ich bin dann weg, bevor ich noch bemerkt werde. Viel Glück, Pilot. War nett, Sie kennenzulernen. Sprungtor, Habgier. Na gut, bringen wir das Schiff mal nach Hause. Aber nicht sonderlich schnell. So, da will ich hin. Da bin ich. Hier oben ist die Erlkönig. Ja. Dich scheine ich da nicht mehr zu brauchen. Jetzt darfst du mal nach Hause fliegen. Auch nicht sonderlich schnell, ne? Aber schick. Ja, 34.000 Credits. Damit könnte ich doch schon mal hier weitermachen. Energiezellen sind da. Die beiden Sachen fehlen mal wieder. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, ne? Nicht mal mehr ein Konstruktionsschiff. Dann. Wenn ich
die ernsthaft dran vorbeigeflogen. Autopilot eingeschaltet. Ich dachte, das war schon der Autopilot. Und das ist natürlich blöd jetzt. Ich brauche ja selber noch Geld. Das neue Schiff muss repariert werden, also dieser Jäger. Und dann mal gucken. Doch noch den einen, den hier, den habe ich doch noch gleich zugeordnet. Erreiche System, Hub Gear. Läuft äußerst schleppen mit dem Bau der Station. Zumindest wenn man den terranischen Mittelnehmer da so hat. Vielleicht muss ich hier drüben auch mal abbauen. Erze abbauen und Silizium abbauen und so weiter. Vielleicht hilft das. Leerer Raum. Dann kann ich denen das ja verkaufen, dann können sie das ja dann in die benötigten Materialien umwandeln, die ich dann brauche und die ich dann wieder kaufen würde. Wenn ich sie selber produziere. Autopilot ausgeschaltet. Wellenbrecher. Andockerlaubnis erteilt. Hat auch keine Schilde. Ja, meine Schiffe schon nebeneinander. So, butterweich gelandet, würde ich sagen. Erfolgreich angedockt. Willkommen auf Wellenbrecher, Reisender. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ist mit dem Schiff alles in Ordnung? Keine unerwarteten Fehlfunktionen. Wunderbar. Herzlichen Dank.
Schön. Könnte mal Crew gebrauchen. Wo finde ich denn mal... Ne, den will ich nicht. Bettler befinden sich an Bord dieser Fabrik. Bitte unterstützen Sie diese professionellen Bettler nicht. Wenn Sie Credits Captain geht nicht. Guten Tag. Captain. Hallo. Ja. Auf Wiedersehen. Sie gehen oder nicht? Hallo. Auf Wiedersehen. Boah. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. So viele Leute hier und alle sind schon in Arbeit. Sieht hier aus wie bei den Split. In seinem Büro. Auch niemand da. Auch niemand. Gibt's hier einfach keine Leute oder was? Nö. Die Räume sehen auch alle gleich aus. Einen habe ich noch. Da steht jemand. Ist auch wieder ein Captain. Hallo. Und das auch. Auf Wiedersehen. Sonne. Hallo. Auf Wiedersehen. Läuft jemand? Hallo. Auf Wiedersehen. Gibt's nicht, oder? Hier gibt's niemanden zum Anheuern. Aber nach ich habe doch hier. Konsum von Ratgebern zu Verhandlungstechniken bin ich mir sicher, dass ich ein gutes Geschäft machen werde. Sie sollten auch dazu stoßen. Es stehen Profite im Raum und vielleicht kann ich Ihnen ein oder zwei Dinge über Handelsverhandlungen beibringen. Guck mal, da ist sie ja wieder. Die kennen wir doch schon. Sir? Dann gehe ich von Bord. Und gehe lieber da rein. Marco. Und dann bekommt das Schiff hier erstmal Order.
Reparaturflug zu machen. Ja, da ist er gleich um die Ecke. Also auf jeden Fall reparieren. Okay. Der Antrieb ist auf jeden Fall besser. Die Düsen sind schon super. Schilde, okay. Bewaffnung, da hat er schon was. Schrotbatterie. Und Auto 2 ist nichts, ne? Ja, nehmen wir dann den Pulslaser. Dann wird das Ganze auch schon teuer. Aber... er braucht das alles nicht mit. Schon verdiene ich sogar Geld dran. Nummer 1 mal 1. Und dann... kriege ich noch Geld zurück. Hierzu Habgier 1. Will ich das wirklich? Das ist doch wieder das, wo ich die Sachen hin und her transportieren muss, ne? Ja, das könnte ich eigentlich tun. Autopilot eingeschaltet. Warum sehe ich das hier eigentlich alles? Okay, die beiden Spähen noch. Shuyako, Verteidiger. Autopilot, ausgeschaltet. Schrottverarbeitungsfabrik. Undock-Erlaubnis erteilt. So. Erfolgreich angedockt. Marco. Willkommen. Gucken wir mal, was wir hier sollen. Hey, die Verhandlungen haben noch nicht begonnen. Ach so. Bitte kommen Sie. Ich möchte mich sehr gerne für Ihre Mühen revanchieren. Hallo, es ist mein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Herr Dagobas Lahubasis Yorelos 3. Kommen wir gleich zur Sache. Wie viel, sagen Sie, wollen Sie für diese Rumpfteile bezahlen? Ich weiß, der Preis ist niedrig, aber hören Sie mich an. Sie schwimmen praktisch in diesen Waren. Sie belegen Lagerraum und behindern Ihre Produktion. Eifrige Käufer wie wir tun Ihnen einen Gefallen. Ich weiß nicht, woher Sie diese Idee haben, aber wir müssen dieses Angebot ablehnen. Das ist nicht profitabel für unsere Station.
Vielleicht könnte ich Ihnen stattdessen die Waren umsonst aus den Füßen schaffen. Nein, der Preis muss höher sein. Ja, ich verstehe. Allerdings muss es unter den Preisen der Planetengemeinschaft bleiben. Ja, wir können ziemlich tief gehen. Brillant. Dann sind wir im Geschäft. Großartig. Ich werde alles arrangieren und Sie können Ihre Handelsschiffe bereit machen. Es ist schön, Geschäfte mit Ihnen zu machen, Herr Dagobas Lahubasis Jorillus 3. Was für ein Name. Das lief recht schlecht. Ich glaube, wir hätten einen niedrigeren Preis für das Produkt aushandeln können. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie während des Feilschens besonders hilfreich waren. Aber keine Sorge, wir unterbieten immer noch die Planetengemeinschaft. Jetzt ist es an der Zeit, Gewinne zu machen. Kaufen Sie auf dieser Station Waren und finden Sie auf dem Marktplatz profitable Handelsgelegenheiten. Schiffswerften und Raumdocks sollten profitable Käufer sein. Jetzt suchen Sie die Höchstbietenden und machen Sie ein Vermögen. Ja doch, nach oben wäre er auch gegangen. Manchmal. So, auf dem Schiff ist nicht wirklich viel möglich. Sir? Wo sind wir denn jetzt? Doch, da war ich. Kann ich mir die Dinger mit dem hier holen? Handeln. Alle 400. Und dann gibt es doch bestimmt einen Abnehmer für Höhlenteile, oder? Was ist denn mit der Schiffswerft oder dem Raumdock, wo ich immer hinfliege? Nichts. Ja. 279, das ist das höchste, was ich bisher gesehen habe. Dann führ das bitte mal durch. Dann werden wir abdocken. Und wir fliegen so lange nach Hause. Würde ich mal sagen. Autopilot eingeschaltet.
und das Ding könnten wir doch eigentlich erstmal... hier auch mit zuweisen, oder nicht? Erreiche Habgier 4. Besonders schnell, aber kann ein bisschen was machen. Autopilot ausgeschaltet. Nee. Schön weitermachen. Autopilot eingeschaltet. Okay, mal zwei. Kann ich mir immer noch eine Beförderung abholen? Erreiche System Windfall. Was? Wo will der denn lang? Speichern, mal gucken, was der macht. Jetzt von alleine unbekannte Regionen. Ausgeschaltet, erreiche Windfall 1. Ja, und hier macht das nicht mehr. Hey du, ein Jäger. Scans von Split zeigen, du tragen Schmuggelware. Split kann annehmen, du kein Problem mit Hände schmutzig machen. Wenn ja, möchte Split Mission anbieten, die dich vielleicht interessieren. Wenn ich vorschlagen darf, sollte sich mein Assistent von allen illegalen Geschäften fernhalten. Autopilot ausgeschaltet. Irgendwo da drüben. Oder kürzeste Weg sein. Erreiche System 18 Milliarden. 18 Milliarden kennen wir ja schon. Haben wir sogar komplett, ist einmal komplett aufgedeckt worden. Erreiche System, profitabler Handel.
ist der denn jetzt gerade unterwegs? Da, okay. Noch mehr Aufträge gerade? Nee, ne? Doc. Ach, das hatte ich ja schon mal geguckt, genau. Ja, doch. Erreiche profitabler Handel. 1. Wie wunderbar! Sie sind hier und werden sich um dieses sensorenverzerrende Schiff kümmern. Ihre heiß ersehnte Ankunft erfüllt mich mit Erleichterung und Freude. Autopilot ausgeschaltet. Erreiche profitabler Handel. 4. Das muss ich eigentlich auch schon kennen. Müsste eigentlich ein terranisches Forschungsschiff über der Station hängen. Und braucht irgendwelche super teuren Gegenstände, die ich dann beschaffen muss. Erreiche profitabler Handel. 1. Irgendwo da oben wahrscheinlich, ja. Auch alternativ wegschießen kann. Dann haben wir hier irgendwo noch den Bosotar. Jetzt hin. Was ist das? Ach, das ist das Schiff. Ich dachte, das wäre da auf dem Asteroiden irgendwie was gewesen. Okinawa, Forschung. Komm, Kanal offen. Einen Moment bitte. Grüße. Ich bin Dr. Rick Feynman, leitender Wissenschaftler der Oberth und verantwortlich für das Projekt Genesis. Moment, ich kenne Sie, nicht wahr? Sie haben in der Station für uns gearbeitet. Wir hatten nicht erwartet, dass biologische Materie diesen Übergang überlebt. Wie gesagt, wir untersuchen, wie diese Station hierher kam. Unser Forschungsschiff beobachtet derzeit Anomalien und gravitative Scherkräfte in dieser Region.
Derzeit fehlen uns Antimateriezellen, um unsere Beobachtungen zu vervollständigen. Wenn Sie eine Lieferung an dieses Schiff organisieren können, würde das unseren Zeitplan erheblich voranbringen. Sie untersuchen anscheinend die gleiche Anomalie, die die Station hierher gebracht hat. Der größte Teil der gravitativen Ladung verteilte sich während dieses Ereignisses. Aber sie brachten einiges an Gerät mit, um die Spuren zu untersuchen. Wir hoffen, dass dies ihre Neugier befriedigt und zu ihrer Abreise führt. Tja. So, dann kann ich nochmal das eine Schiff hier auch nochmal nach Hause holen. Andocken und warten. Und dann können wir eigentlich hier nochmal. Oh Gott. Drohnen brauche ich da wahrscheinlich nicht. Aber so. Geben wir dem erstmal ein bisschen Geld. Das heißt ja. Nee, wir brauchen trotzdem unsere Lagergeschichte. Ich kann sagen, ich bräuchte ja eigentlich nur noch einen Schürfer, der Gase und so weiter holt. Er macht ja gar nichts. Eis. Ja, ich brauche immer noch die Rohstoffe hier unten. Na gut. Ich habe eine Sache noch nicht gemacht, ganz wichtig. Der muss auch umlackiert werden. Hauptquartier. Mit der Station geht das ja nicht. Oder geht das beim Bauen? Keine Ahnung. So, das sollte es auf jeden Fall erstmal wieder gewesen sein. Ist schon wieder unglaublich viel Zeit rum. Und jetzt überlege ich gerade, was wir beim nächsten Mal machen. Aber
aber wir haben hier schon noch so ein paar Missionen. Wir werden ein paar Missionen erfüllen, damit Geld generieren und dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir den Terranern helfen, unsere Materialien herzustellen. Honigfresser, Mineralien, Verteidiger. Genau, damit wir sie dann abkaufen können und hier weiterbauen können. Und dann können wir sie ja irgendwann selber produzieren. Bis dahin ist noch ein gewisser Weg. Und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.